Unsere Zahnarztpraxis, die gibt es schon seit 1969, als meine Eltern sich hier niederließen. Ich selber bin seit 1993 hier in der Praxis. Fahre Sie mal etwas zurück. Einmal den Kopf nach vorne. Ich stelle jetzt die Kopfstütze für Sie etwas bequemer ein. Geht das so für Sie? Ist das in Ordnung? Lustigerweise war das Fernsehen schon einmal bei uns, nämlich 1973 in der Praxis meines Vaters. Ich kam damals mit meinem Schulranzen auf dem Rücken gerade zur Tür rein und sah, da ist das Fernsehen und wusste, ich habe ein Loch in den Zähnen. Und das war für mich die Gelegenheit, damals direkt ins Fernsehen zu kommen. Setzte mich auf den Stuhl und mein Vater machte mir eine Füllung. Obwohl wir jetzt unseren hauptsächlichen Patientenzustrom über Weiterempfehlungen, also Leumund, und auch übers Internet bekommen, verstehen wir und sind wir seit Jahrzehnten eine Familienpraxis. Nicht nur, dass wir in der zweiten Generation hier sind, sondern auch betreuen wir hier die Patienten des Viertels schon ja, seit 1969, jetzt in der zweiten, dritten Generation. Schwerpunktmäßig haben wir uns auf 5 Teildisziplinen der Zahnheilkunde spezialisiert und auch konzentriert. Das ist das Erste, für uns das fast das Wichtigste, das ist die Vorsorge, die Prophylaxe, weil wir natürlich mehr Krankheiten verhindern wollen, als nachher nur reparieren und behandeln. Zweitens die Erkrankung des Zahnbettes, die Parodontologie, die Behandlung von wurzeltoten Zähnen, Endodontie. Des Weiteren meine Spezialisierung auf CMD, das heißt kraniomandibuläre Dysfunktion, ein Begriff, der sich erst in den letzten Jahren etabliert hat. Es beschreibt eigentlich die Funktionsstörung des Kauorgans. Das kann Kiefergelenkknacken sein, Muskelverspannung, Kopfschmerzen, Verspannung im Nacken-Schulterbereich bis zu Problemen im gesamten Halte- und Stützapparat. Und einhergehend damit auch die rekonstruktive Zahnmedizin, das heißt Zahnersatz, Wiederherstellung verlorener Zahnkontaktbeziehungen und den Ersatz verlorener Zähne durch Implantate. Und wenn man jetzt die Brücke mal aufsetzt, dann hat man hier oben keine Metallränder. Gerade also im Frontzahnbereich, wenn man lächelt und man sieht oben Goldränder, das ist ja häufig nicht gewünscht. Wir haben Patienten, die kommen jetzt schon seit 1969, also auch heute noch, seit jetzt über 40 Jahren zu uns. Und das ist so ein Stück Bestätigung für uns, weil das fast wie eine familiäre Beziehung ist. Und man fühlt sich bestätigt, dass diese Patienten nach so langer Zeit immer noch kommen und uns ihr Vertrauen schenken. Ich begleite sie noch nach vorne.